Mein Chef hat mich mal ausgezankt aus irgendeinem Grund. Er war immer so ein schlecht gelaunter Besen. Da wünschte ich, er wäre tot. Und nachts hab ich's geträumt. Und am nächsten Tage ist er tot gewesen. Mein Mann, das war ein Schlappschwanz. Sie wissen, was das heißt. Wer was Ähnliches zu Hause hat, ist im Klaren. Da träumte ich von seinem Tod. Und eine Woche drauf hat ein riesen LKW ihn überfahren. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht und bringen Sie mich nicht zum Schäumen. Sie sind vielleicht ein feiner Mann, doch wenn ich Sie nicht leiden kann, dann brauche ich nur von Ihrem Tod zu träumen. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht, Sie rennen sonst in Ihr Verderben. Und seien Sie mal ein bisschen nett, sonst gehe ich gleich nach Haus zu Bett und spreche das nächste Mal mit Ihren Erben. Mein Hauswirt wollte mehr Miete aus reiner Wucherei. Da dachte ich mir, warum soll der das haben? Ich träumte eine Nacht von ihm, das kostete mich nichts. Eine Woche später haben wir ihn begraben. Dann hatte ich eine Freundin, die hübscher war als ich. Da setzte ich mich abermals in Trab. Im Traume dachte ich noch, die Frau vermisse ich nie. Doch jetzt geht sie mir doch ein bisschen ab. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht, Sie sind mir noch ein Stück zu munter. Ich hab zwar jetzt schon disponiert und meine Träume reserviert, doch irgendwo krieg ich sie schon noch unter. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht, wenn ich das Schlafengehen erwähne. Sie sind zwar jetzt noch reichlich kess und lachen mich wohl aus, indes Sie werden schon noch höflich, wenn ich gähne. Doch eines macht mir Sorge, ich war gestern Abend aus, das erzähle ich Ihnen noch, bevor wir scheiden. In der Bade hing ein Spiegel und darin sah ich mein Bild und mit einem Male konnte ich mich nicht leiden. Ich sah ekelhaft und hässlich aus und dachte plötzlich auch an die Menschen, deren Tod ich schon geträumt habe. Was passiert, wenn ich von mir jetzt träume? Ich krieg da einen Schreck, weil ich doch in meinem Leben so viel versäumt habe. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht und gehe auf keinen Fall mehr schlafen. Ich nehme seit gestern Aufputspillen. Ich will mich doch um Gottes Willen nicht selbst durch meine Träume noch bestrafen. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht und bleib auf keinen Fall allein. Weil ich ja nichts zu hoffen hab, wenn ich die Augen nicht offen hab. Ich hab ja auch die letzte Nacht nicht anders hinter mich gebracht. Ich weiß, es ist sehr ungesund, doch besser als ich schweige und schlaf ein. Und schlaf ein. Und schlaf ein.